Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play League of Legends. Auch wieder mit dem Nummer 1 Feeder The Wellmet. Genau, den da. Ich habe übrigens gerade vergessen, mit Redbuff zu helfen, weil ich so schlau bin. Wir spielen heute mal was ganz Ausgefallenes, nämlich Xerath und Nami Botlane. Ihr habt es zuerst bei uns gesehen. Genau, zuerst bei uns. Und wir haben schon ein paar Mal gespielt und es ist echt krass, weil die Gegner oft wirklich wenig Möglichkeit haben zu reagieren. Machen wir, weil es auch Small gibt ohne Ende. Ja. Dann haben viele ADCs auf der Botlane nur skalierende Magieresistenz. Das heißt, Early Game gibt es richtig aufs Maul. In den Runen. Übrigens ist ja alles davon, den ist Platin, dafür ist aber Tristana nur Gold. Nur Silber, meine ich. Mitte läuft auch. Ich hab immer noch keine Spiele gemacht, deswegen machen wir Code Edel, meine ich. Oh, der war schlecht. Den hab ich verzogen im letzten Moment. Wo bleibt denn Alistar? Auch Alistar ist Mitte. What the fuck? Der hat auch Ignite dabei. Ist er jetzt alleine? Haben die Doppeltop? Vielleicht ist das so die Taktik gegen Xerath Mitte. Xerath Botlane, meine ich. Ich weiß nicht, das ist immer sowieso das kleinste Trollgame. Was? Ja, Tristana kriegt einfach nur so einen miesen Poke. Die Kturon. So, als ich Tristana jetzt den Großen als Lastet holen will, kriegt sie dann Kuni-Fresse. Ach, schade. Hast du für jetzt ein Lastet verpasst? Mein Problem ist, geht mir so. In einer Lane ohne viel Engage ist Nami jetzt nicht so der beste Pick gewesen. Oh, gibt aber Schlechteres. Das ist das Tollste, wenn die Bubble trifft, kann man einfach mal den W nochmal schön hinterher treffen. Hm. Geht die weg? Der macht nee, geht sie nicht. Ich glaube, sie macht so eine Art Double Jungle. So LCS-like, zwei Leute laufen durch den Jungle und machen kranke Ganks. Weil Alistar und Wings sind beide hoch. Genau. Das Killer-Mäuschen. Ja. Also ich fand 21 cm Unbufft auch ganz gut. Die 1 cm Unbufft. Ja, der ist leider nicht im Game. Schade. Ja, den hatten wir gerade in der Lobby, für alle, die jetzt sich fragen, um wen es geht. Ich könnte mir 1 cm Unbufft sein kann. Das ist ja langweilig, wenn wir so rein haben. Also die Lane läuft von alleine eigentlich. Jetzt müssen wir hoffen, dass kein Jungler zu oft kommt. Na, in 5 Sekunden dürfte sie tot sein. Mach nicht so viel Druck jetzt. What? Alter, hat die ein Glück. Ich auch. Ja, du bist da etwas sehr aggressiv reingegangen. In dem Moment, wo es sich geheilt hat, hätte ich nicht keine Outhits mehr gemacht. In dem Moment, wo es sich geheilt hat, wollte ich den Chase, also den Tower Dive eigentlich abbrechen. Hast du eigentlich Sunskill benutzt? Nö. Nee. Doch, Clairvoyanz halt, aber naja. 60 Sekunden ist nicht gerade wirklich ein Summoner. Läuft also. Läuft. Ich frage mich, ob ich roamen soll. Oder ob du alleine gegen Tristana klar kannst. Boah, ich weiß es nicht. Alleine gegen AP Carry? Kann ich echt nicht sagen. Ja, ich fühle mich halt so ein bisschen nützlich, dass ich die zwei Mann gegen Tristana. Holy shit, der Dodge. Oh, der Greed. Ah, mit dem Red Buff. Das ist also deren Taktik. Der Alistar ist gar kein Supporter, sondern der ist Jungler. Zusammen mit dem Blitzcrank. Sag ich ja, Doppel-Jungle. Und ich bin wundert, dass hier unten noch nicht vorbeigeschossen ist.
Small. 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 Ich kann mir leider noch keinen Wortstein leisten. Aber ich könnte Backgame noch mehr holen. Ich hab bald auch keine Worte. Oder auf Cooldown. Oh. Oh, da ist der Blitzkrieg. Ja, hab ich mir schon gedacht hier. Der wird mich gönnen. LOL. Oh, schade. LOL. Mann, das war mies. Ja, da brauchen wir unbedingt Wards gegen Double Jungle. Da musst du doppelt so viel warden. Ja. Sobald, ich weiß nicht, Mortal ist halt ein bisschen risky, aber ich würde halt so früh weggehen, wie es geht, um mir dann halt den Wardstein zu kaufen, weil mittlerweile kann ich ihn nur leisten. Und ich glaube, ich brauche noch kein D-Ward-Item, wenn die Gegner mit Double Jungle spielen und kein, sag ich mal, die nicht warden. Die Tristan hat bekommen, Ward zu kaufen. Ich weiß nicht, die könnten direkt wiederkommen, ne? Ah, gut, die kommen nicht. Ich habe meine Ward aber immer noch auf Cooldown. Der Kuhpoke ist einfach so mies gegen. Vor allem kann man auch richtig schnell Lane pushen. Das sehen wir nichts gegen. Wie viel Farm hat die denn? 22. Du hast 46, läuft. Lapi, Lapi, 15. Ich hätte auch noch gern zu Ende gepusht. Machst du eben hier die Linie, die du machst? Warum nimmt man denn nicht Tristana? Warum nimmt man nicht Ezreal oder sowas, wenn man solo Botlane geht? Wahrscheinlich wusste ich das nicht. Ja, nee, die sind alle vier Premade außer Vladimir. Hast du nachgeschaut? Ja. Weil ich denke, weil Tristana mal wegkommt. Und Tristana auf ihrer skalierenden Range halt die Möglichkeit hat. Ja, aber Early Game ist halt schlecht und darum geht's doch. Es geht doch, das Early Game zu überleben. Ach. Da bist du nicht so wichtig. Also ich meine, also da Class ist wichtig, aber ich sag mal, mit Tristana kommst du halt immer weg. Du disengagst halt. Ja, mit Ezreal finde ich, kommt man besser weg. Nee, der hat das so weit gesprungen. Aber dafür ist der instant und grabbed und cancelled grabs und so eine Scheiße. Und geht direkt mal worden. Jupp. Directly on my way. Weiß ja nicht, ich bin ziemlich aufgeregt mit dem. Ich muss eigentlich noch den Goldfisch schauen. Ja, wir machen den Drachen, würde ich sagen. Da kam gerade noch hier eine Schuriken angeflogen. Tidal Wave. Oh, ich gehe auf die Botlane, das ist schöner Farm. Ja, ich helfe dir mal hin, damit wir den Kills machen. Genau, den Farm krieg ich auch alleine. Oh, was ein Modi, ja. Was war los? Tristana wird wahrscheinlich gerade backporten und zu dir kommen. Bin immer noch beim Set. Frage nochmal. Oh, ich werde jetzt hier die Botlane schnell durchpushen. Und Tristana ist immer noch hier. Zack. Ich komme wieder in die Mitte. Du kannst auch noch eine Wave pushen. Nee, ich ungern gegen zwei Jungler. Oh, Tristana will den Blue Buff holen, glaube ich. Ne, sie geht auf die Botlane. Oh, hier. Ich opfer mich. Ich glaube, du hättest dich nicht opfern müssen. Ich glaube, ich hätte das ohne dich geschafft. Weil ich habe ihn geslowt und wäre weggekommen. Und du standest vor mir. Silence von Ette war ein bisschen kacke. Lol. Die haben gerade 1-1 getradet, weil er selbst getaudert hat. Na, ich wollte eigentlich nur, hier, lol. Ja, aber zack, genau. Naja, gut, der hat Flash raus, ne? Das ist auch nicht dein Tod, oder? Flash ist eigentlich gleichwertig wie ein Kill im Regelfall. Weil entweder verhindert man durch Flash einen Kill oder kriegt einen Kill.
Dieser viele Meinung teile ich leider nicht. Bis jetzt kann Bezwick zum Beispiel nicht wegflashen. Ja, der schon, aber der interessiert sich nicht. In seiner Reno. Ja, warum? Peter. Mann, der den ersten Assist nicht gemacht hat, ist irgendwie traurig. Ja, vom Bot, den ging ja nicht viel ab, ne? Ja. Normalerweise, Nami Seraph geht ab die Luzi und dann ist Ende Gelände. Aber. Ja, wir hatten halt keine richtige Botlane, das war ein bisschen blöd. Nee, nee, nee. Ah, die kriegen wir down. Der hat aber auch Movement Speed. Jetzt aber nicht mehr. Muss er versuchen, ihm die Fünfer-Schuhe zu unterbrechen, wenn er auf dich zurennen will. Ziemlich schwer, die Bubble zu treffen, wenn er am vollen Gelände steht. Ja, das stimmt. Und sein Speedbuff hat. Kann man jetzt versuchen, mit Ulti zu fahren? Ach, schade. Ach, komm schon! Und die ist jetzt im Killing Spree, what the hell? Und Timo fühlt sich auch fürs Game. Der No Timo No Game. Was die halt nicht haben, ist Pushing Potential, während Tristana. Und Tristana ja, und Syndra. Ist auch nicht gerade so der Mega-Pusher. Ja, ne, Tristana ist halt ein Mega-Pusher. Findest du? Guck mal. Der war schlecht. Wolli hat gerade Syndra einen Pilz geworfen. Wolli ist. Wolli muss sich eigentlich immer dran denken, an dieses Meme mit den Tischübern. Wow. Ach, der war bei weitem nicht getroffen. Laberkopf. Das sind die Feuer gespielt. Ich verstehe das Sprichwort mit dem Feuerspielen nicht. Man muss sich schon echt blöd anstellen, damit ein Brand aus der Kontrolle gerät. Nee, das nicht, aber das war. Alter. Das hält mit seinen scheiß Tower Dives, ne? Gib mir so auf die Nüsse langsam. Ich würde echt langsam gern weg. Kann er das jetzt? Ich dachte, du wärst im Range, um den Damage zu machen. Also so leicht so aus. Ach, das Spiel läuft sich irgendwie von selber, ne? Ich finde es ein bisschen langweilig, aber es geht. Es ist ziemlich langweilig, ja. Passiert nicht viel. Es ist halt interessant, so. Weil dieses Vollgame. Ja, wieder mal. Natürlich Xerath Botlane und dann dazu zwei Jungler. Warum hätten die nicht keine ohne Toplane spielen können? Warum muss unbedingt die Botlane drunter leiden? Ich hätte gerne vernünftige Botlane gehabt. Oh, und da kommt ein Alistar. Kriegst du aber einen Endless-Push. Mir fällt jetzt, auf, dass er aus Astronauten gehen muss. Da ist übrigens Blitzcrank und Alistar bei euch. Ich hab den Astronauten-Team auch. Mach, der wird sich unsichtbar machen und bleiben stehen bleiben, glaube ich.
glaube, der will die Tristana abfangen. Da ist der. Pass auf, dass du den. Hooker. Blitzkrank war sein Name. Ich werde einfach weiterhin Wave clearen. Ich würde gerne meinen Stab ausbauen für noch mal eine Regeneration. Ach, Hörst und Drachen. Stimmt, wir haben ja eigentlich Drachenkontrolle, ne? Durchgehend. Ja, falsche Taste. Ich glaube, ich bin mal für 20 HP in den Pot gegen mich. Safe in your Timo. Timo no game. Oh. Oh, lol. Er ist in der Gegner? Bei Volleyball oder was macht er da? He's asking for his assistance. Seems like. Ja, guck mal, wo ist der Nette hier? Oh, Timo flash in. Wie man Timo. Fuck you. Oh. Oh, oh, oh. Wie? Tüdelü. Es geht da bei Syndra und seht mal wieder ab. Wow. Ach, well met. Ich wollte hier. Mandy dort. Killer-Mäuschen, ey. Was, was erwarten die eigentlich? Hat Alice überhaupt Farm? Nee. Und Blitzcrank hat auch. Und Blitzcrank? Mal sehen, 55. Die haben beide keinen Farm, ne? Die macht Ende, natürlich. Killer-Mäuschen. Oh, ich hab noch einen Assist gemacht. Ich hab gar nicht gecheckt, dass ich ihn gekillt hab, und dann hab ich einen Autotick gemacht. Kaboom! Es ist, danke. Ich habe leider keinen CC. Ja, ich hab einen Red Buff. Als ADC finde ich das immer besonders gut. Na, trifft! Ja, schade, habe ich zu spät reagiert. LOL! LOL! Was ist gerade passiert? Ich meine, ich hab nichts. Bist du gerade in Vladimir reingerannt oder was war los? Nein, ich hab gerade einfach. Weiß ich nicht. Ich hab geflasht, weil ich einen Killshot gesehen hab, der überhaupt nicht war. Ja. Keine Ahnung, das ist das Internet, okay. Och, Alistair. Oh, der war schlecht. Was kommt jetzt los? Ach, ich meine also, Alistair. Ich meine Volibear. Volibear meine ich. Volibear Alistair. Ah, ja, ja. Oh, ja, ja. Was ist passiert? Du hättest sehen was. Da steht eine Tristana. Mit ohne Ende Schaden auf Seths Zeichen. Also, sie hat 1% Leben. Das Zeichen von Seth ist auf 4. Ich mache einen Outhit, um den Assist zu kriegen und krieg den Kill. Oh shit. Oh shit. Oh, ich werde nie klären schon. Ja. Ah. Oh, lol. Hat dir vielleicht gerade einen Abstand. Oh. Da. Du hättest ja meinen Pro-Flash sehen müssen. Der war jetzt erst like. Aber, auch wenn das Game langweilig ist, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Nicht so wie das letzte Game mit dem Koreaner. Mit dem Koreaner, Odia? Ja, genau. Boah, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Nee, nee, Tanky bauen bringt jetzt wenig. Tanky bauen? Ja. Boom, boom, erstmal hier. AP. Ich weiß nicht, was ich mal AP baue. Genau. Lol, die maxt mich ihren Stun. Was ist das denn für eine Syndra? Wenn ich jetzt sehe, dass das damit von ihrem Stun kommt. Maxt man nicht immer seine Kuh? Ja, macht man, aber die müsste auch mittlerweile auch schon den zweiten Spell machen. Ah, das stimmt allerdings. Das mach ich zumindest, also erstmal den. Der macht einen Typ von uns, ne?
Oh, der hat einen Double Buff, den möchte ich haben. Was kommt denn also auf uns zugerannt? Vor allem, was denken die, was passiert? Lord. Wow, nice one. Du hast zwei genommen, ey. Ja, sind drei noch. Was dachten die, was passiert, wenn ihr auf uns zurennt zu zweit? Ja, aber die Syndra ist sowieso, glaube ich, nicht so talentierte Spielerin. Ja, Tristana auch nicht wirklich. Die hat ihre Kills auch eigentlich auch nur daher, dass die. Oh, hallo. Hallo, liebe. Kannst du da mal warten? Ja, aber ich will nicht zurück werden. Mucho gracias. Alter! Das war gerade Martin-Niveau. Hoffentlich guckt Martin das gerade. Ich werde Martin sagen, dass er das angucken soll. Nur um zu sehen, wie seine Grabs manchmal sind. Beschwerst du dich gerade über mich oder über dich selber? Über Martin. Bist du Martin? Nee, aber was hat Martin damit? Nee, jetzt gerade den Alistair Grab sehen. Ach, den Blitzcrank Grab. Fuck off! Fuck off! I told you, fuck off! Come on, come on, 1v1 me, Scrub. Oh. Warte, sie ulti, please. Oh, worth it. Meine Fresse. Ich hätte doch Tanky bauen sollen. Was hättest du bauen sollen? Tanky. Hätte ich jetzt gerade einen Double Kill gerissen. Eigentlich macht es voll Sinn, sich einen Banshees gegen das Team zu holen. Stimmt eigentlich. Aber ich werde mir jetzt erstmal hingehen. Die haben pur AP, ne? Ja gut, Tristana ist AD, stimmt. Ich gehe jetzt erstmal hin. LOL. Auf Nami wird Rabadons empfohlen. Ja, wo brauche ich auch mit Sona oft. Oder mit Soraka auch manchmal. Die wird dir fast auf Full AP empfohlen. Obwohl, ne, defensive Items hat sie schon Ruby Sidestone, aber. Renn in den Filz! Oh, schade. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich stehe nur dumm rum. Ich hoffe, man hört mein Schreibtisch nicht quietschen. Der übertrifft sich gerade selbst. Ja. Mein Schreibtisch, der quietscht gerade ohne Ende. Quietschen? Ja. Der hat so zwei Metallscharniere, die übelst quietschen. Das kenne ich. Ich hab den. Geht bei euch schon wieder? Ich hab keine Ahnung, was bei euch abgeht. Ja, ich hab auch getan. Oh, hier, ne? Da wollte nicht jemand drauf gehen, ne? Action reißen und so. Ja, wollten wir eigentlich, da bist du rausgeflasht und wir dachten uns, okay. Ja, aber ich kann auch das Fuck you. Oh nein, ist jetzt richtig unfair gewesen, ne? Der kickt zum Blitzcrank und der kickt nicht raus. Ende Gelände. Genau, das Game schon eigentlich sicher im Kosten zu sein. Och, warum haben sich denn alle so extrem krass zurückgezogen? Das verstehe ich jetzt mal überhaupt nicht. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden. Also wir hätten noch locker einmal zwei Kills machen können. Ja, gerade als ich rausgeflasht bin, da hätte ich noch Tidal Wave healen und bubbeln können, so viel es geht. Aber nee. Wir gehen erstmal hin und disengagen. Die sind noch übel, müssten eigentlich übelst im Lead sein, weil ich weiß gar nicht, wie viele Barons, Dragons wir gemacht haben. Drei Stück oder so, ne? Wir testen hier bald wieder ab. Ach, was habe ich denn alles? Okay. Das dürfte so ein vernünftiges Bild werden. Ich baue wieder den typischen Möchtegang Xerath. Ohne die extra Note Tillem-LP. Sag ich recht, das Team ist ziemlich AP-lastig. Gibt ja ein echtes Goldfisch-Nami, also auf Sonja zu bauen, aber. Macht den Team nicht so gut. Ist der Team nur Chef? Ui, wenn er da gerade haut.
Schöne Bubble übrigens. Boah! Das ist einfach nur Chimo, wo du ihn anfängst zu hassen. Die kriegen wir. Komm. Grab Bitches. Damn! Fuck. Och, was hat denn... Mein Gott. Ich hasse wow. den Blitzcrank so sehr. Blitzcrank Poor Place. Der ist so auf die Nüsse, ey. Vor allem ist das ein AP-Blitzcrank? Der kriegt zu viel Schaden. Ja, er hat AP, Jungle Item und Iceborne Garlet. Und halt Ski Boots. Weil sonst hat er nicht viel. Was kann ich mir denn noch nehmen? Naja, ich bin ja nicht ganz schön. Shit. Dann muss ich ja mal hier was rauskriegen. Oh, und wieder Tristana aus dem Nichts. The Froze, the Froze. Oh, that happened yet? Der Zed ist ja nicht mal schwach, aber der ist halt die ganze Zeit alleine. Ja, richtig. Wir sind alle alleine, ja, weil irgendwie nie jemand zusammenhält. Also wir können irgendwie die Mitte durchpushen, aber es pusht keine Mitte durch. Fuck you, wir sind kein Kacke dich. Schöne Bubble. Ich wollte den eigentlich nur für dich sicher sortieren. Also, dass du dann sicher das Ding drauf rein kannst, oder? Wir haben mal einen Kill gemacht. Mein Gott, dieses scheiß Melee-Minion, was auf einmal genau in die Range, in den Weg läuft, um den scheiß Stun-Up zu fangen. Der wurde da direkt damit in den Boden enthalten. Das ist hier auch ein. Tja. Da gibt aufs Maul. Ja, dann gab's aufs Maul, oder? War wohl richtig, aber ich bin halt als einziger gestorben. Mal wieder. Ich glaube, ich bin echt Goldfisch, Nami. Du lebst du, Timo? Okay. Für den Stand muss ich mich echt selbst loben, mit Scrank. Der war nicht schlecht. Haben wir eigentlich mit unserer Nami Z-Aufkommen eine 100%ige Win-Rate? Ich glaube schon, ja. Oder? Ja, haben wir. Wir haben noch keins. Wir haben, glaube ich, schon 4 oder 5 Spiele gemacht, haben keins verloren. Ja. Ja, wobei wir hatten noch mal andere Supporter außer Nami, aber wir haben noch keins verloren mit Xerath als ADC. Oder APC. Wir haben einmal mit Soraka gespielt, aber das hat halt manchmal die krassen Disengage, den Nami hat. Die Idee dahinter ist ja, dass Nami halt alles disengaged und sustained und sie auch alles kills. Hier bist du halt. Hier bist du nicht. Boah, danke für den Exhaust. Ich wäre sonst tot gewesen, glaube ich. Das war dumm. Komm raus, bitte. Best time ever. Je weiter die Wave geht, desto länger sind die geslowt, ne? Desto härter dann. Desto stärker. Ah. Keine Angst vor dem Herrn Mikas. Oh! Blitzcrank! Okay. Da warst du auch noch Crank. Fuck, boah. Mann! Lass mich in Ruhe. Keiner, der mir entgegenkommen kann. Nee, alle hassen dich. Ich
hab sie noch ein Team kurz gebetet, aber die beiden sind aber, die tanken halt alles nicht. Nö, also der Alistair tankt, aber Lilskrank ist squishy wie scheiße. Ja, das stimmt schon, aber. Warte, der stirbt jetzt gleich an den Jungle Creek. Was sind eigentlich alle gestorben? Wo ist eigentlich Zed gestorben? Weißt du das? Ja, weil wir overextended haben, wie scheiße. Und dann kam wieder die Alistair Bisschen von mir an und die haben dann einen nach dem anderen gecatcht. Aber ich hab dummerweise noch geflasht. Das ist gerade irgendwie im Nachhinein voll aufregend. So, jetzt blätten wir uns wieder alle auf. Das ist wieder das Richtige. Genau, Zed, gehen darauf die Top-Lane. So, jetzt müssen wir wieder defensiv sein. Komm, Sonder, renne noch einen Pilz. Genau, das, Timo. Renn zu Timo. Not worth at all. Yep. Reinforcement kommt hier gerade. Oh, dann ist da mein Ulti hinterbrochen, der Wichser. Hier, nimm das. Der macht aber auch Schaden, er ist das so krank. Ja, aber es ist halt nur ein Alistair, der macht halt nur Burst, ne? Ui, ich würde sagen, ja. 2% des Schadens im Kriegen können. Schreib eigentlich Double Buff More. Red is very important for Nami. Hui! Table Dance! Aus diesem Sinn würde ich mit einem Gold bekommen. Oh no, es ist eine Vladimir-Ulti. Zed, lebe. Oh, die macht aber schön Schaden. Oh, das ist Timos mieser Blind. Aus dem Maul, Junge. Und da ist der Team tot. Ah, ich war so kurz davor, meinen Scheiß-Seh aufs Embrace zu aktivieren. Oh, Tank vs. Tank. Here we go. Killer Mäuschen gegen Phoenix 8. Ah, Killer Mäuschen weiß, dass er nicht genug Schaden hat. Ich bräuchte ein bisschen Cooldown Reduction, das kann man sich hier aus alles bauen. Nur Scheiße, es gibt. Aussieht, Alter, der Bentley. Komm, lock ihn in den Pilz. Gib den Timo Assist. Was ist denn die Minis da reingelockt, der Vollbob? Hat er seine Passive? Der hat seine Passive. Blitzfrank rennt in den Pilz. Jetzt hat er die Ulti und ihr macht eh keinen Schaden an ihm. Was geht hier alles gerade ab? Was geht hier ab? Und Navi kriegt den Kill. Hör doch einfach auf, deinen Heal als Schadensspell zu benutzen. Ich hab ihn nicht als Schaden benutzt, ich hab ihn nur benutzt, um den Zed zu heilen. Kannst du dir später anschauen, ich hab nur den Zed geheilt. Da sah aus, als hättest du ihn direkt auf ihn gecastet. Nee, ich habe auf Zed und von Zed ist er halt rübergesprungen. Das ist immer das Beste, wenn du irgendwie, wenn du einen Carry in was anderes chased und dann du den Carry heilst und dann hinkillst. Na komm, eh nicht machen und Radfahren, oder? Aber uns seht es wieder nicht da, das ist unser Main-Pusher. Ja, klar. Ah, ich habe mich gleich wieder. Mach den Kill, ich bin schon. Was ist da noch? Lol, ist der Team gerade echt gekackt? Ich
Oh Leute, die ist aber auch geplatzt. Gute Herr. Meinst du, können wir ihn reiten? Kommt ziemlich, glaube ich. Oh, ich versuche nur, mal Pilze zu locken. Und er rennt von alleine rein. Ja, der Setter hat recht davon, dass ich die Lenke schon mal. Warum Split? Ja, also weil wir in der Mitte nichts mehr zu pushen haben. Ja, dann geben wir das Sportgaming gehen. Ah, warum hat uns ADC die Botner noch nicht gepusht, dieser unfähige Typ? Ey, was für ein scheiß ADC, ey. Voll der Noob, braucht nicht mal vor dir. Ja, ich sehe, wie das Gold rein. Schön, sehr viel Gold. Oh, schön. Schönes Gold, so viel schönes Gold. Gold für die Nami. Godlike. Ja, aber ich glaube, ich bin eher so der Supporter im Spiel anstatt der Carry. Ja, das. Also, ich muss sagen, die wahre Macht dieses Laners, der Botlane, kommt, ja. Kommt in der Lane zustande. Und halt im Late Game auch nur, weil es ein normaler HP ist. Oh, das hat den beinahe mein Match gekillt. Oh nein, das hat mein Match gekillt. Hi, ja, wirklich gut. Ah, schade. Oh no! Ah, so langsam hätte ich doch gerne wieder mal ein bisschen mehr Leben. Ja, ich bin dran. Wow, Johnny ist auf dem Netz. Killing Spree. Der einzige, der auf den Sack geht, ist Vladimir, weil er so scheiße tanky ist. Lauf! Da, Timo! Timo, Timo, Timo! He's the hero! He did it. Geh da mal was hin. Lass meinen ATC in Ruhe. Lass ihn mal eben umlaufen. Lol, hab ich gerade auf der Stelle gefährt. Ich hab langsam auch kein Mana mehr. Ich geh langsam auf, Ort. Ja, wieder ein Pferd, Leute. Das war doch ein Alistair im Busch. Was geht der gerade ab für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Ich hab gesagt, ich will mich killen. Jawohl. Alter, was war bitte das, dieses Gameplay? War da einfach alles, alles an diesem Gameplay. Das ist einfach total weird gewesen. Total verrückt. Ich weiß. Alter. Das hatte ich auch lange nicht mehr. Das war einfach noch übelst lange. Ja. Das ging doch über fast 1,5 Minuten. Der gesamte Chase von der, vom Inhibitor bis unten die ganze Zeit Damage Trade lag. Immer am Rande des Lebens gefeitet. Nice, dann was again. Aber du stirbst jetzt, weil der seine Ulti macht. Aber komm schon, Rory, let's get fucked. Ich finde, Rory hat mehr Leben als das Ding, weil er nicht schmeckt, wenn er nicht mehr Leben. Und wir können wieder pushen. Alter, 105 Kills schon so weit im Game, ey. Vor allem, ich war während des ganzen Kampfes durchgehend out of Mana und musste dann immer auf den Stun warten, um dann in Melee-Range zu gehen für einen Auto-Hit auf den gegnerischen Champion, um Mana zu kriegen. Ach ja, Ende ist nein. Lol. Und der war nicht im Range, da hast du richtig gelacht, Alter. Ja.
Oh nein, jetzt ist, fängt mein Mitbewohner wieder an zu quatschen mit seiner Freundin, ey. Das heißt, die bleibt hier die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Ja, leider. Ich muss morgen arbeiten. Oh, Timo, unser Held hat mir einen Fell gemacht. Kann man sich hier noch so für eine tolle Scheiße kaufen? Na, World of Ages, was soll's? Auch wenn es ein bisschen spät dafür ist. Yeah. Yeah. Noveland. Alter, wie sich ein Blitzcrank die Zähne zwischen ausbeißen, ne? Max Range. Lol. Hat der Remika jetzt gesagt? Nee, der ist ein komisches. Mary Queen ist viel zu stark gezündet. Wie heißt das? Mary Cool Schinkler? Ich weiß nicht, was das auf Englisch. Auf Deutsch. Mercurys. Ich sag Sache, Mercurys. Oh, Toffling geht fertig. Der ist suicided. Team unser Held Backdoor. Okay, alles klar. Da kommt der Sinn ran. Ja, wir pushen. Wir gehen in die Länge zu. Oh! Alter, macht der schon Schaden. Das sind die besten Sionias, die einfach null bringen. Ja, wenn man nur Zeit draus haben. Ich überlege mir einen Banshees zu holen, einfach nur einen Blitzcrank Scrap auf den Jingefinger zu zeigen. Bist du nicht Fullbild? Ja klar, ich bin Fullbild, aber ich kann auch die Schuhe verkaufen. Ich hab Nash nicht einmal gewordet. Dieses Spiel. Das spricht für deine Supporter-Skills. Ja, aber wir sind auch die ganze Zeit in Action, Alter. Ja, das stimmt. Ich Luzi, Mann. Weil die ganze Zeit splitten und die ganze Zeit geht halt überall, irgendwann überall ein Fight. Ja, da hast du schon recht. Ich kenne das. Oh ja, so ist das halt. Ich höre die ganze Zeit nur Blitzcrank in Pilze reinrennen und das die ganze Zeit puh macht. Ja, habe ich auch keine Ahnung. Vor allem, irgendwie geben die Pilze keine Vision mehr, kann das sein? Ich höre die ganze Zeit eine Explosion, aber sehe keine Pilze, die irgendwo stehen. Ja, aber die Pilze müssen wir doch eigentlich jetzt gerade sehen. Also, als blaue Punkte, oder nicht? Siehst du auch, weil Timo steht ja gerade neben 200 und kann ihn nicht. Wir machen halt irgendwie Smash. Ich seh's. Oh, da gibt ein Schneebitter respawned. Welcher eigentlich? Renn ich ja nicht lang. Der geht zu lange. Ah, deren Banshees regen mich auf. Kann der Tidal wirklich machen. Die, ja, nee, ja gut, aber dann fangen die Banshees halt die Vibe wie die Wave ab. Das ist nicht stimmt, das ist eigentlich nicht so, ja. Warte, kann ich nicht einfach nur Re-Auto tippen? Abfunktioniert. Oh, wer stirbt denn da fast? Ich. Aber ich hab dafür getan, dass Banshees raus sind. Haben die alle Banshees? Nein. Tristana, oder wie gesagt, Tristana, ihr werdet denn schon wieder? Ist doch in der Minute oder so. Wie ist Vladimir so schnell zu mir gekommen, als der geflasht? Weißt du das? Wenn ich weit richtig hart verloren, kann das sein? 4-5. Ja, weil Seth wieder so komisch rumgespackt ist. Anstatt er beim Team bleibt, ist er irgendwie kreuz und quer gelaufen. Ja, hast recht.
Jupp. It was me. Wir geben ganz bestimmt nicht auf. Wie lange geht... Boah, das Spiel geht fast 50 Minuten jetzt. Ja, das Tolle ist, dass die einfach nicht pushen können, weil wir down 2 Nemitoren down haben. Ja, wir lassen Topline gehen. Topline ist einfach der sicherste Weg. Richtig. Wie du immer 2 Sekunden genau das später das schreibst, was du gerade gesagt hast. Ja, weil ich das dem Team mitteilen möchte. Ich muss der Shotcaller sein. Komm, töten wir das mega oder töten wir das. Und Timo ist mega tot, weil er falsch gezionierst hat. Das gibt's nicht. Wir sind hier gerade 3 gegen 4, ne? Oh, Botlane pusht. Wir können trotzdem Pressure on Toplane. Los. Es geht wohl lieber wieder 1 gegen 1 gegen Alistar. Das ist ein alter Matchup hier. Der Bär gegen den Bull. Ja, der Bulli-Bär verliert es aber. Da kommt Tristana von unten. Und? Dann noch Wacker. Weil je länger Baby einfach. Tristana dürfte jetzt da sein oder hier. Ich weiß es nicht. Je länger wir einfach hier stone und desto mehr Pressure für Botlane. Wenn Tristana hier ist, das ist die einzige, die Wave Clear hat bei den. Oh nein, ich bin voll auf der Pflege. So, da geht ihr Banshees. Oh, wer kommt da so schnell angerannt? Gibt's ja. Mann, warum haben die alle Banshees? Das geht mir so. Und warum haben die alle auch noch Flash? Frag ich mich die ganze Zeit. Ich frag mich, wie ich das überlebt habe. Aber guck mal einfach an, wie das hier gerade abgeht. Oh Leute, der ist verblasst, ja. Aber wir haben fast den Tower. Wir kriegen den Tower. Also, all worth it. Ja, jetzt wie soll man die deren Inhibitoren. Oh, sehr schön. Komm schon, Bowie, let's get Poppy. Kennst du das Insta-Log? Diese typischen Songs jetzt einfach make it. Ja, ich kenne grundsätzlich die Songs, die machen, aber den Song ist nicht. Ja, das sind diese komische Serie, die die haben mit den Songs that never make it. So, da muss ich auch immer dran denken, wenn ich die Woody sehe. Immer die, an diesem Table. Wir sind übrigens gerade 4 Botlane. Zed, go ahead. Go here. Stop the ports. Trick to G. Ich guck zu viel. Oh, komm! Zed, bitte, du mach. Na, wenn ihr. Renn um dein Leben, Nami! Ach, ich stoppe hier nur die Ports. Leute, der sollte um sein Leben rennen. Alter, was du da denn die ganze Zeit anstellt. Und das Blöde ist, ich kann hier nicht fokussen, weil das Magieresistenz. Ja, das dürfte es gewesen sein. Oh, wer, ja. wer ist denn da noch? Oh, sehr schön. Jetzt wirft den Volleyball über seinen Rücken. Oder irgendeine komische Scheiße passiert hier einfach. Oh, schön. Hä? Ach, Timo was? Yay! War mal ein echt lustiges Let's Play, finde ich. Ja, das war
einfach nur Chaos pur, aber das war ja auch irgendwie vorprogrammiert. Ja. Mit Timo No Game und Frank Alistair Jungle Killer Mäuschen, Solo Bot Lane. Das war nicht mehr, ey. Ja gut, dann sag ich mal vielen Dank fürs Zugucken. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Glückwunsch, dass ihr so lange durchgehalten habt.